Hallo und herzlich willkommen bei CSR Automotive, Teil 5 vom BMW F22 Projekt mit sau viel geilen neuen Sachen. Und was genau, zeige ich euch nach dem Intro. So, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Heute richtig geiles Programm. Ich freue mich extrem auf die Teile, denn ich habe lang genug drauf gewartet, beziehungsweise die Larissa auch. Und jetzt geht's endlich weiter. Wir haben hier jetzt mal alles wunderschön auf unserem Tisch präsentiert. Wir haben einmal die Seitenscheibenblende. Dann gibt es unsere neue Steckansätze für den Heckdiffusor, klassischerweise Scheinwerferblende, und unseren Steckansatz für das Cup-Spoilerschwert, was ja schon montiert ist. Und ich will nicht lang fackeln, wir fangen klassisch mit den Scheinwerferblenden an. So, schauen wir mal, ob ich die richtige Seite mir schon rausgesucht habe. Das passt. Larissa hat hier wieder ihre Scheinwerferblende in Wackelfarbe foliert, weil das natürlich zum Gesamtkonzept auch ganz gut passt. Sieht gut aus. Und was haben wir mal vergessen? Reinigungsmittel zum Vorreinigen. Hole ich sofort. Et voilà. Und da bin ich wieder. Wie immer, Klebefläche einmal ordentlich gründlich vorreinigen. Und im Lieferumfang habt ihr ja auch unseren Surface Cleaner, den wir dann jetzt im Anschluss nochmal nehmen. Da ist jetzt wichtig, wie immer, einmal die Position sauber zu finden, dass es überall schön anliegt. Nehmen wir das Stück, wenn es gerade da liegt. Wie immer ordentlich draufdrücken. Und dann haben wir schon die erste Seite fertig. Das gleiche machen wir jetzt noch natürlich auf der anderen Seite. Sonst sieht es aus wie ein Pirat mit Augenklappe. Ganz gut jetzt hier der Tipp, fangt von der Innenseite an, nicht hier außen, denn wie ihr sehen könnt, hier ist es so verdammt eng, da kriege ich das Schutzband nämlich runtergemacht. Ja, fail, aber gut, that's life, darf ich dann nochmal nachkorrigieren, aber sitze mal und es sieht gar nicht so schlecht aus. Stellen wir uns den roten Fleck hier neben, dass er nicht da wäre, und dann sieht es doch richtig fresh aus. Nächster Step, geht es eine Etage aufwärts, dann geht es nämlich an den Frontspoiler Ansatz. Also bis gleich. Für unsere Cup-Spoiler-Lippe haben wir uns schon im letzten Video überlegt, da könnte noch was dazukommen. Gesagt, getan, von unseren neuen Steckansätzen. Hier unser Voll-ABS-Kunststoff. Wie nenne ich es? Keine Ahnung, muss immer noch was einfallen lassen. Auf jeden Fall geiles Material, 10 mm stark und eine Passgenauigkeit. Der Wahnsinn, wenn er gerade hier hin einmal schaut, die Fräsungen. Sehr schön bündig, halt alles wirklich CNC gefräst und einwandfrei von der Passgenauigkeit. Ihr tut quasi hier die Adapterstücke draufsetzen. Und dann könnt ihr natürlich das Bauteil beliebig folieren, lackieren, wie ihr wollt. Im Rotzustand kommt es in matt-schwarzer Oberfläche. Ist produktionsbedingt einfach so, dass wir nur diese Farbe anbieten können. Aber ja, wie gesagt, gestaltungsmäßig gar kein Problem. Ihr könnt sehen, foliert ist es sofort. Lackiert ist auch komplett easy. Also könnt ihr auch hier in der Gestaltung euch voll entfalten. Und das gute Stück kommt hier runter. Und auch hier schon, wie das passt. Wir haben ja hier diese Stege
original vom Stoßfänger oder beziehungsweise von unserer Kappspoilerlippe. Und wirklich 1A passgenau schmiegt sich das Teil hier ran. Sehr, sehr geil. Erinnert mich hier an den M4 GTS war das. Genau, hat der BMW einmal die Edition rausgebracht. Mit dem verstellbaren Kappspoiler vorne. Und das war hier so die Intention danach, das so nachzuempfinden. Und sehr, sehr geil. Hier im Lieferumfang enthalten bekommt ihr von uns Muttern, die ihr mit einer Nietzange einziehen könnt. Einziehmuttern, keine Ahnung, wie heißen die genau? Boah, schlecht vorbereitet. Egal. Ich habe aber dieses Spezialwerkzeug, für also diese richtige Nietzange, auch nicht hier. Deswegen mache ich das heute oldschool mit Schraube. Die sind natürlich dabei in einer passenden Länge. Sprich, hier einmal die Löcher übertragen und dann müssen wir die Unterbodenverkleidung lösen und dann halt von hinten die dementsprechende Mutti entgegensetzen, damit das Ganze auch fest ist. Ihr habt hier kein Spiel drin. Also ihr setzt das Ding hier an. Und das passt, das ist so geil von der Passform. Gefällt mir richtig, richtig gut. Da ich alleine bin, brauche ich jetzt Kollege Getriebeheber wieder, der mich hier tatkräftig unterstützt und das Teil hebt. Und im Endeffekt müsst ihr dann jetzt auch einfach nur die Löcher, die hier schon vorgegeben sind, einmal komplett durchbohren in den Stoßfänger und dann können wir die Befestigung herstellen. Demontieren wir mal den Unterbodenschutz. Da wundert ihr euch, dass es bei BMW einen Haufen Geld kostet, allein nur um diese Verkleidung zu demontieren, weil es gefühlt 12 Millionen Schrauben hier unten drunter sind. Aber das dauert mal zu lang, ich ziehe den Joker, Achtung! Und schon läuft der Haas. Zack, können wir dem guten Stück hier und aufs Röckchen schauen. Hier bin ich ja schon mit meiner Taschenlampe. So, ich habe ein bisschen improvisieren müssen, aber habe hier gleich direkt festgestellt, dass man längere Schraube brauche. Ihr bekommt natürlich dann auch direkt längere Schraube, denn sonst funktioniert das Ganze nicht. So, ihr seht, hier haben wir einen Hohlraum drin. Dahinter, wo die Befestigung ist aber, da ist es wieder abgesenkt. Das heißt, wir sind hier in der unteren Ebene. Sprich, wenn ihr jetzt keine Nietezange habt mit dem Spezialwerkzeug, um die Gewindeniede einzuziehen, dann könnt ihr hier einfach mit dem Finger durch hinten drauf eure Mutti reinfriemeln und dann von unten die Schraube gegen und festziehen. Funktioniert, ist verdammt eng hier oben drin, aber nicht unmöglich. Und wenn er jetzt einmal außen rum kommt, dann seht ihr auch, wie das Ganze jetzt hier im montierten Zustand aussieht. Natürlich hier jetzt nochmal optisch sehr schön abgegrenzt, dadurch, dass man das hier in Waagefarb foliert habe. Sehr coole Sache. Also von der Montage her, ja, jetzt beim ersten Mal tut es noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr, aber machbar auf jeden Fall. Wie gesagt, mit dem kleinen Upgrade, was ich jetzt herausgefunden habe, können wir das euch auch mit einer super leichten Lösung hier anbiete und dann ist es von der Montage her echt machbar. Wenn wir jetzt schon das Auto hier oben haben, dann gehen wir gleich nach hinten an den hinteren Stoßfänger und da haben wir unsere Steckansätze für den Diffusor und die seitliche Flaps und dann machen wir die nämlich drauf. So, und hier habe ich ja noch mal eine feine Auswahl. Einmal, um euch zu zeigen, wie das im Rotzustand ist. Hier seht ihr, wie ich schon gesagt habe, in einer mattschwarzen Ausführung bekommt ihr das geliefert. Und hier auch nochmal sehr schön zu sehen, wie schön das hier gefräst ist. Ne? Wir haben hier ein Nut, auch hier neben drin ist nochmal so ein kleiner Absatz. Wenn ihr das dann zusammenstecken tut, seht ihr richtig, wie das glacke tut und einrastet. Klack. Richtig geil, wie beim Lego-Spielen und vor allem auch sehr nice. Ihr habt jetzt hier drin auch Markierungen. Hier ist zum Beispiel das D wie Dora. Das gleiche habt ihr hier auch. Somit seht ihr genau, welches Bauteil wo rein muss, damit ihr natürlich auch die optimale Passform habt. Ja, so rum macht man es nicht.
Geht ab bloß in eine Richtung. Und dann sitzt es dran. Dann zeige ich es euch hier oben mal noch, wie das dann hier montiert aussehen wird. Und schaut euch mal hier neben den Übergang an. Das ist doch eine Passgenauigkeit nicht von dieser Welt, oder? So gut. Hier ist natürlich jetzt der Vorteil, ich habe die Teile hier schon montiert gehabt, weil ich mit dem Fahrzeug auch beim TÜV war, um dementsprechend für die Gutachtererstellung hier das Fahrzeug vorzuführen. Er hat es getestet, alles einwandfrei, und somit haben wir mittlerweile auch für alle Anbindungen ein Gutachten, beziehungsweise eine ABE sogar ist es, ne? Und somit auch gar keinen Stress, was die Eintragung angeht. Aber auch hier, wegen dem Color-Konzept, haben wir die Teile in Schwarzglanz lackiert. Mir blendet euch jetzt mal ganz kurz ein, wie das Ganze aussieht mit dem mattschwarzen Bauteile auf diesem Fahrzeug. Aber beachtet bitte, mir habe hier den Diffusor auch in Hochglanzschwarz lackiert. Der ist normalerweise in so einem Grauton. Also lassen wir mal kurz das Video laufen. Und da sind wir auch schon wieder, und dann zeige ich euch, was die Montage angeht. Wir fangen aber jetzt mal hier neben seitlich an. Und zwar haben wir hier die Anbindungen am Stoßfänger. Die Löcher sind hier schon vorgebohrt und ihr müsst einfach den seitlichen Flap hier ansetzen. Ihr habt dann als Berührungspunkte die Original Muddis hier mit Unterlegschraube. Richtet es einmal aus, dass es hier neben am Radlauf seitlich schön bündig anliegt, und dann die mitgelieferte Nieder einfach reinjagen, und dann sitzt es wunderprächtig. Et voilà. Und schon ist die erste Seite dran. Ihr habt hier neben einen super bündigen Abschluss und hier neben natürlich auch ein wunderbarer Übergang. Machen wir das Gleiche noch schnell auf der anderen Seite. Ihr habt hier die Löcher vorgegeben, setzt sie an, einmal durchbohren in den Originalstoßfänger, und dann habt ihr die Löcher übertragen, und dann passt es auch einwandfrei. Jetzt kommen wir zum spannenden Mittelteil. In der Regel habt ihr das natürlich auch hier direkt mit dem 3M-Klebeband bestückt. Kleiner Tipp noch, wenn ihr dieses Bauteil oder allgemein Steckbauteile lackieren wollt, kein Thema, könnt ihr machen, ist gar kein großer Aufwand. Aber ihr müsst sie zusammengesteckt lassen und dann lackieren. Und achtet darauf, dass sie wirklich 100% sauber zusammengesteckt sind. Denn jetzt kommt natürlich der Lack drauf, der baut auch eine gewisse Schichtdicke auf, und dann passt es sonst nämlich nicht mehr, wenn ihr später zusammenschieben wollt, weil es nämlich wirklich sehr, sehr eng ist und halt auch genau gefräst. Und von der Montage her ist es jetzt hier wichtig, zuerst die Klebefläche auf den Diffusor zu übertragen und hier fest zu kleben. Und dann im Anschluss sucht ihr euch hier im Unabote die Punkte, um das Ganze zu befestigen. Ich habe hier unten zum Beispiel die Lasche genommen. Hier ist in der Regel, je nach Fahrzeugvariante, seht ihr ja, hier neben das Hitzeschutzblech noch montiert. Und die Löcher können wir natürlich übernehmen. Einmal hier oben abziehen. Da brauchen wir jetzt unser Kreppband nicht, weil wir genug Fläche hier außen haben. Und da ist es jetzt wichtig, fangt wirklich von oben an. Da tut das euch am einfachsten. Wie ihr seht, ich drücke jetzt hier drauf. Der Stoßfinger ist hier in dem Bereich relativ weich. Also, zum Glück haben wir mal hier hinten genug Platz. Und dann können wir das schön gegenhalten und dann abziehen.
Und jetzt arbeiten wir uns von der mittleren Finne nach außen durch. Et voilà. Und schon hebt das ganze Ding. Also, auch von hier, von der Montageaufwendigkeit, eigentlich gar nichts. Jetzt wäre der Punkt, wo ihr euch die Löcher übertragen tut. Das ist relativ einfach. Hier könnt ihr in etwa abschätzen, wo sind die Löcher und allem drum und dran und dann einfach durchbohren. Bohrt hier gern eine Nummer größer, also ich würde hier so ein 7er Loch bohren, damit man einfach ein bisschen Spiel hat, um das Ganze auch ordentlich zu justieren. Denn ganz wichtig, wenn ihr hier unten jetzt zum Beispiel das Loch nicht 100% trefft und dann baut ihr eine gewisse Spannung auf, dann kann es passieren, dass das Klebeband einfach zu viel Spannung abkriegt und dass sich das ganze Ding ablöst. Also ganz wichtig, spannungsfreie Montage hier im unteren Bereich. Sind wir auch jetzt hier schon fertig von der Montage her. Auch eine sehr geile Racing-Optik, die man jetzt durch erzielt habe. Und gerade die Konturen hier, wie die hier auch nochmal seitlich übernommen werden, gefällt mir echt gut. Und ja, kann sich sehen lassen, oder? Für viele Fahrzeuge haben wir jetzt dieses Stecksystem auch im Programm. Schaut mal vorbei und wenn euer Fahrzeug noch fehlt, schreibt uns kurz und dann hocken wir uns dran und du dafür auch was konstruieren. Zu guter Letzt haben wir noch die Seitenscheibenblende. Dafür geht das gute Stück jetzt wieder ein Stockwerk tiefer und dann gehen wir an die hintere Seite Fenster dran. Also bis gleich. Zu guter Letzt machen wir jetzt mit der Seitenscheibenblende weiter. Die haben wir mittlerweile auch für sehr viele Fahrzeuge im Programm und da haben wir auch echt ein positives Feedback von euch bekommen. Die Dinger gehen echt sehr gut und ja, ich finde es eine sehr, sehr geile Optik. Jetzt hier natürlich mit einer relativ großen Seitenscheibe ist es natürlich auch ein sehr großes Teil. Aber Fragen, die zum Beispiel auch gekommen sind, von wegen, warum haben wir hier keine Öffnung drin? Die Öffnungen haben wir aus dem Grund nicht neu gemacht, weil da natürlich auch Dreck und allem drum und dran sich hier in der Scheibe niedersetzen kann. Wenn ihr dann von innen reinguckt, sieht es natürlich nicht so schön aus. Ne? Irgendwann habt ihr den ganzen Dreck drauf, dann könnt ihr das Ding abziehen, um die Scheibe zu putzen und dann wieder neues Klebeband drauf zu machen und es wieder anzubringen. Daher haben wir gesagt, wir lassen das zu. Aber natürlich, wenn ihr da Bock drauf habt, setzt euch mit dem Dremel noch und du es zum Beispiel auch machen. Das ist eure Entscheidung, ganz klar. Ansonsten auch hier von der Montage relativ einfach. Zuerst natürlich die Scheibe einmal picobello sauber machen. Und was ich heute noch gar nicht erwähnt habe, groß, ne? Bevor ihr irgendwas montiert, ganz klar die Passgenauigkeit kontrolliere und einmal anheben. Gerade bei der Seitenscheibenblende ist es so, von Werk ab habt ihr natürlich die Verglasung eingesetzt und die Dichtungen sind teilweise auch an dem Glas mit dran. Das ist dran vulkanisiert. Hier gibt es gewisse Toleranzen auch vom Hersteller. Unabhängig davon, ob das jetzt BMW ist oder VW oder whatever. Ne? Da kann es durchaus sein, dass vielleicht hier und da so eine Dichtung ein bisschen im Weg ist. Die Dichtung natürlich nicht wegschneiden. Da könnt ihr hier am Material ein bisschen was wegnehmen. Einfach mit einem 80er Schleifpapier und einem Klotz. Die kann der ein bisschen wegfeilen, so dass es sauber drauf hockt und vor allem auch spannungsfrei drin ist. Also hier nochmal als Vergleich. Einmal draufsetzen. Und dann haben wir hier unten einen schönen Übergang, seitlich und oben auch. Also sitzt einwandfrei das Ding. Einmal drüber gehen. Und dann haben wir natürlich hier unseren Surface Cleaner. So, ordentlich Drahtdrücke wie immer. 20 Kilogramm Anpressdruck in etwa. Eine richtig geile Optik. Also ich stehe komplett drauf. Können wir sagen, was er wollt. Mir gefällt's. Und auch hier jetzt über die Fläche, wo man vielleicht denkt, boah, so große Seitenscheibe oder was. Ich find's geil.
gefällt mir richtig, richtig gut. Ich mache jetzt noch die andere Seite und dann sehen wir uns gleich zum Feedback wieder. Also, einmal zusammengefasst, ein Haufen neue Teile, die meiner Meinung nach dem Auto nochmal ein ganz anderes Erscheinungsbild geben. Angefangen jetzt hier mit der Seitenscheibenblende, dann der Heckdiffusor mit unseren Steckansätzen. Hier seitlich auch eine richtig, richtig geile Optik. Auch hier auf dem Boden sieht es richtig gut aus. Dann gehen wir noch kurz nach vorne. Dann haben wir mal hier die schöne Scheinwerferblende und unseren Ansatz für die Kappspoilerlippe. Also richtig, richtig gut. Also, bin ich fast sprachlos, ohne Witz. Gefällt mir sehr. Ansonsten sind wir noch nicht fertig mit dem Fahrzeug. Hier kommen noch ein paar Teile. Aber jetzt will ich mal von euch in den Kommentaren wissen, was könnte das Auto denn noch an Bodywork vertragen? Schreibt es mal in die Kommentare, wie gesagt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liked, teilt und kommentiert fleißig. Ich freue mich drauf und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.